Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ich weiß nicht, ob ich diese Folge hier im nüchternen Zustand aufnehme. Das muss ich vielleicht mal eben kurz erörtern. Und zwar habe ich heute mit meiner Mutter, die hat mich eingeladen, griechisch gegessen. Und dazu gab es Wein. Und diesen Wein haben wir von dem Griechen bekommen, weil ich habe uns das abgeholt. Und dann hat der Grieche mich relativ lange warten lassen, ne? Und dann hat er gesagt, hier, wir kennen ihn halt auch relativ gut. Hat gesagt, hier, nimm dir den Wein mit, ne? Weil du so lange warten musstest. So, das war echt cool. Und ja, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Sie natürlich auch. Und ja, das war echt cool. Nur halt Alkohol, ne? Dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Aber ich denke eigentlich, ich bin schon wieder relativ nüchtern. Das war vor, keine Ahnung, ein paar Stunden. So, aber es geht. Ich kann klar denken, keine Sorge. Ja, hier werden wir jetzt mal eben kurz alles einrichten. Ich denke auch, dass wir heute den Angriff haben werden. Mit den Viechers hier. Ich weiß gar nicht. Ich quasi das mal weg hier. Oh mein Gott. Oh, tut mir leid. So. Dabei bin ich gar nicht müde. Mensch. So. Auf jeden Fall denke ich, wird das heute kommen. Dell hat einen medizinischen Notfall. Okay, warum? Sehe ich nicht wirklich so. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der wird heute kommen, hier der Angriff. Ich werde gleich einen Cut machen mit dem Shuttle noch 6 Tage. Das heißt, der Angriff kommt irgendwann bald. Und dann werden wir hoffentlich auch die werte Dame hier kriegen. Quinn, nicht Queen, sondern Quinn. Und dann haben wir hier einen neuen Charakter, was ich sehr schön finde. Allgemein hätte ich gerne neue Charaktere, aber irgendwie ist es uns gerade nicht vergönnt. Aber wenigstens läuft es ansonsten relativ gut. Tesla hat auch die Plastahl-Axte gekriegt von dem einen. Ich weiß gar nicht, welcher das war hier. Den haben wir schon verarbeitet, glaube ich. Ja, der da. Der hatte die, glaube ich. Der Artyom. Genau, Artyom heißt er. Der. So, hier können wir ein bisschen ausbauen. Zack. Brauchen ein bisschen Holz für. So, dann machen wir gleich mal einen kleinen Cut hier. Außerdem haben wir mittlerweile ja auch hier die Tierchen, was ich sehr schön finde. Die werden uns noch gute Dienste leisten, denke ich. Auch wenn Alpakas nicht sonderlich gut tragen können. Aber naja, wenigstens geben sie Alpaka-Wolle. Wir machen die Kolonie ein bisschen schöner. Wobei schöner ist wahrscheinlich subjektiv, kommt so ein bisschen darauf an, was ihr für Farben mögt. Aber ich finde Himmelblau ganz entzückend. Dementsprechend werden wir das hier mal reinmachen. Wir haben aktuell sehr viel Stoff und dementsprechend können wir alles mal so ein bisschen schöner gestalten für die Leute. Freuen sie sich. Wir haben sowieso aktuell nicht die Möglichkeit, hier sonderlich viel anders zu machen. Also wir könnten Jade noch machen für die Jadewände. Das wäre ganz gut. Außerdem haben wir eine Todesschlafkammer erstellt. Denn ich habe Neuigkeit für euch. Und zwar, wenn ihr nicht wisst, ob das Spiel die Räumlichkeiten für euch richtig berechnet, dann geht ihr hier unten auf die Statistiken und geht einfach mal in die Räumchen rein. Hier zum Beispiel haben wir einfach nur Raum. Hier haben wir Haftsaal. Obwohl das ja eigentlich gar kein Haftsaal ist, ne? Hier haben wir einen Klassenraum, obwohl das ja gar kein Klassenraum ist. Also eigentlich müssen wir noch woanders hin machen, weil das nicht separiert wird. Es wird nicht klar vom Spiel erkannt. Hier ist ein Lagerraum, das erkennt das Spiel richtig. Hier haben wir Schlafräume, Zocker-Kitty, Master-Rig, das wird also richtig gewertet hier. Aber ja, hier zum Beispiel auch nur Raum.
Aber hier zum Beispiel wird auch kein Arbeitsraum richtig, sondern es ist halt ein Haftraum, weil ich hier die Gefangenen habe. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen was machen. Ich denke, wir werden hier irgendwo Bab, Bab, wenn wir die hier hinstellen. Ne, können wir machen. Wenn wir sowieso hier die Gefangenen hinmachen, machen wir das so. Ich muss ja einfach nur für die irgendwie. So, dass ich da ein paar Leute reinstellen kann, die, naja, beschnitten sind. Also jetzt nicht den Piepmatz, sondern, ne, dass die Beine ab sind, meine ich. Und das können wir doch mal machen. Wenn wir hier einfach die Leute so reinstellen, dann können wir hier. Ja, wenn wir die ein bisschen zusammenschieben, dann geht das schon. Können wir ein bisschen kuscheln, oder? Ja, guck mal, kriegen wir 6 Leute rein. Das ist doch cool. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, 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 da. So, schon viel schöner. Aber jetzt sagt er nämlich hier Haftsaal und hier Werkstatt. Das heißt, wir haben das klar getrennt. Und eigentlich ist das doch gar nicht schlecht, wenn man so ab und zu mal guckt, ob das alles so richtig eingeteilt wird. Weil hier zum Beispiel haben wir einen Klassenraum, der noch nicht wirklich, also es ist kein Speisesaal wirklich. Und ich weiß auch nicht, ob der als Speisesaal anerkannt wird. Weil das ist ja auch manchmal ein Problem gewesen. Ne? Wenn ihr so zurückdenkt an die anderen, oh gut, die Kolonien haben jetzt nicht alle von euch mitgekriegt. Aber manchmal ist es ein Problem gewesen, dass das Spiel nicht erkannt hat, was jetzt eigentlich der Speisesaal ist. Und hier zum Beispiel halbwegs imposanter Speiseraum. Hier wird es zum Beispiel erkannt, ja, dass hier das der Speiseraum ist. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn man das wirklich trennen. Wenn man so die Werkstatt davon trennen, dass wir allgemein alles so in kleine Räumlichkeiten unterteilen. Hier könnte man zum Beispiel noch einen Klassenraum hinmachen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Down, bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Deo, deo, deo. Tut mir leid. Braucht auch kein großer Raum sein. Na, guck mal hier, so einen kleinen Raum machen, wo die einfach nur ihre Unterrichtsstunde machen. Aber ich glaube, das ist ganz gut, ne? Dass wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Vorher habe ich mich gar nicht damit beschäftigt, mit den Räumlichkeiten per se. Also wie die benannt werden, ob die richtig angegeben werden. Und ich finde das eigentlich eine gute Sache, wenn man so vielleicht auch sich immer ein bisschen daran erinnert, okay, da muss ich noch ein bisschen was machen, da muss ich noch was verändern. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das sollte ich noch separieren. So, und wir haben gerade die Tiefenbohrung und jetzt kommt der Tiefenscanner. Und dann kommt hier. Übrigens wurde ich neulich in den Kommentaren gefragt, ob ich OnlyFans habe. Also es war wahrscheinlich ein Troll, aber was glaubt ihr eigentlich, wie ich mein Klavier bezahle? Okay. Da reden wir dann in ein paar Monaten nochmal drüber, wenn ich länger im Fitnessstudio war, ja? Das sind übrigens Trolle, die cool sind, ja? Die lustig sind. Nicht so langweilige wie, keine Ahnung, die dich einfach flamen wegen irgendeiner Kacke. Zum Beispiel hatte ich vor einiger Zeit, ich weiß nicht, wann das genau war, hatte ich noch einen richtig starken S-Fehler. Ja, der ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ich glaube, ihr hört den auch nicht so stark. Aber vor einiger Zeit hatte ich den noch. Und ey, ne, wenn da irgendjemand was zu gesagt hat, dann waren das immer, ja, also ihr könnt euch vorstellen, was für Leute das waren, ne? Der eine hat Videos zu einem ganz bekannten YouTube-Phänomen gemacht, den ganz viele nicht mochten. Mehr werde ich jetzt nicht dazu sagen, weil ich gar nicht erst diesen Namen in meinem Video erwähnen möchte. Weil ich das auch nicht befeuern will. Aber ja, ne? Sowas lobe ich mir dann schon eher. Das ist wenigstens lustig. Und ich finde, das ist dann auch in Ordnung.
Da habe ich auch Spaß dran. Ja, das habe ich heute gefeiert, ey. Ja, gut. Ist mir gerade so eingefallen. Ja, genau. Wir wollten ja heute noch den Kampf machen hier. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal wirklich einen Cut mache, weil ich laber schon wieder so viel. Aber wir haben auch ein bisschen was gemacht hier. Und vor allem fand ich das eine sehr interessant. Übrigens, wenn ihr so einen Raum macht, hier immer schön Licht reinmachen, sonst ist das mit der Operation echt kacke. Weil nicht nur das Bett entscheidet über den Operationserfolg, sondern auch, ob da Helligkeit ist oder nicht. Ach ja, jetzt haben wir hier den Speiseraum und sehen dann auch genau, okay, Reichtum ist mittelmäßig. Da können wir noch ein bisschen was tun, ne? Da können wir was machen. Können wir zum Beispiel noch irgendwas reinmachen an Farben. Ich finde es übrigens cool, dass sie jetzt andere Farben anbieten hier. Können wir zum Beispiel eine grüne Farbe machen. Oh, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber da bin ich gar nicht müde. Bin eigentlich gar nicht müde. Das machen wir mal ein bisschen hübscher hier. Wir könnten noch irgendwo einen Speiseraum hinbauen, aber ich will das da eigentlich zusammenlassen. Wir könnten hier eventuell noch einen. Da vielleicht. Nee, dann ist das zu eng. Nee, das will ich auch nicht. Ne, beengte Räume mögen die jetzt auch nicht unbedingt. Hier steht ja auch Freiraum, geräumig, ne? Und hier zum Beispiel steht beengt. Das mögen die eher weniger. Aber ich glaube, das gibt noch weniger. Hier ist Freiraum zum Beispiel 7. Ich weiß nicht, ab welchen die sagen, dass das Kacke ist. Naja, ist ja auch egal. So, ich habe jetzt einen Angriff der Clan der Fluthake gekriegt. Ich weiß nicht, ob das die sind. Ich glaube nicht. Weil das sind nämlich die Fluthake, waren die, die ich eigentlich zu meinen Freunden machen will, weil die sau stark sind. Also wirklich richtig stark. Und die haben Tunnelgräber dabei, was ich auch nicht so gut finde. Dann wollen wir eben kurz gucken. Ich glaube nicht, dass das die sind, die wir bekämpfen wollen. Das sind andere. Aber die machen wir jetzt trotzdem. Die anderen waren von Wushbuyon. Das waren nicht die Fluthake. Die Fluthake sind deutlich gefährlicher. Meiner Meinung nach. Vor allem, die sind im Nahkampf gefährlich. Und das ist mies. Weil die haben ja robust drinne. Was nicht sonderlich cool ist. Aber irgendwie. Okay. Macht euch das Spaß, meine. Okay. No. Wenn ihr euch das anmacht oder so, macht ruhig weiter. Wirklich, das ist Holz. Bin auf einer Karte, wo ich Holz farmen kann. Ihr könnt ruhig weitermachen. Wenn euch das glücklich macht. Also manchmal frage ich mich, ob die KI irgendwie so ein bisschen dumm ist manchmal, wirklich. Also vielleicht versucht mich gerade RimWorld so ein bisschen zu triggern, dass ich keinen Bock mehr habe. Das kann gut sein. Seht ihr, wie viel die aushalten hier? Es ist so widerlich. Deswegen hasse ich die. So, eine Gruppe ist weg. Meinetwegen können die weitermachen. Ich habe da kein Problem mit. Sollen sie ruhig? Haben sie noch eins kaputt gemacht? Ja, wie schrecklich. Ich habe noch gut Backup, Leute. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das wollen wir natürlich nicht.
So. So, dich gucken wir mal eben an. Neandertaler Stubenhocker und ein schneller Läufer, allerdings ist der super loyal. Oh. Ein Jogger. Gut im Bergbau. Aha. Auch nicht so toll. Aber der ist wirklich nicht schlecht. Aber er ist halt leider absolut loyal. Den können wir nicht. Aber gut, langsames Denkvermögen ist eh nicht so geil. Also der hat auch einige Nachteile. Gut, Angel wird mal eben kurz behandeln. Aber ihr seht, ne, die sind schon echt fies, die Neandertaler. Das kann ich euch aber husten, ey. Die sind echt gemein. Ihr habt gesehen, was die ausgehalten haben. Also stellt euch da einfach mal so eine 30er Armee vor, im Nahkampf, ne? Wenn die rankommen. Das ist schon nicht so schön. Das macht keinen Spaß. Genauso wenig wie Cardio bei dem aktuellen Wetter. Um das mal einzuwerfen. Gut. Keine Sorge, ich mache noch einen Cut und dann kommt der nächste Kampf. Ich wollte euch jetzt nicht hier abspeisen. Wisst ihr, was mich so ein bisschen irritiert? Nee, es irritiert mich gar nicht. Ah, hier habe ich Priorität wichtig. Und dann muss ich Priorität... Ah, jetzt ergibt es Sinn. Ich dachte mich also... Hä, ist das komisch, ne? Aber das sind ja einfach nur die Prioritäten, die dann teilweise einen Strich durch die Rechnung machen. Dementsprechend hier immer schön drauf achten. Worum ein Hermogen-Paket hier rumliegt, kann ich euch allerdings nicht sagen. Das ergibt irgendwie... Ach ja, stimmt, wie wir die da immer abgemacht haben. Aber hey, es geht voran mit der Kolonie. Mein verrücktes Eichhörnchen, das können wir mal eben kurz mit Sophia machen. Und wie gesagt, ich mache einen Cut. Dann sehen wir uns dann gleich bei dem anderen Ding wieder. Bei dem Kampf hoffentlich. Ach ja, hier haben wir einen Blindel. Narbenlos haben wir da. Und kurzsichtig. Aber dafür eine gute Hungerrate. Und vor allem... Oh, wir haben immer noch ein kaputtes Bein. Das müssen wir mal eben kurz hier ersetzen. Ich dachte, das hätten wir schon längst gemacht. Ich wollte euch eigentlich einen Kampf zeigen. Aber irgendwie kommt da keiner. Wir sind fertig. Also war ein Kampf. Oh, wir haben einen Mann. Ohne Gene, okay. Aber dafür sehr guten Nahkampf, Tiere und Handwerk. Finde ich gut. Zuweisung Arbeiter. Quinn. Natürlich wird Quinn auch einen von euren Namen bekommen. Endlich mal wieder. Ohne Scheiß. Da habe ich schon echt dran drauf gewartet, dass ich euch mal wieder benennen kann. Das ist wirklich ein bisschen her. So, Yamas. Das Namensrad. Und Dennis, Daniel. Knapp an Crazy Cat Lady vorbei. Die wird ja schon wieder sicherlich so vom PC sitzen hier. Ich kenne die Dame ja mittlerweile. Ist aber fleißig am Gucken. So, dann haben wir ja den Daniel hier auch mit drin. Ne? Natürlich wird dann jetzt auch erstmal... Hab ich Daniel entfernt? Ja, doch, glaub schon. Ich glaub schon, dass ich Daniel entfernt habe. Daniel? Can you please stop? Danke. Sehr schön, dann speichern wir jetzt mal. Und eine kleine Privatsektion. Heute habe ich Zeit. Wer das noch hören möchte, geht um Training, Fitness und so weiter. Kann gerne dranbleiben, die anderen können abschalten. Vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen und ja,
Worum geht es denn? Und zwar habe ich gemerkt, dass, also ich finde, dass man den ersten Monat, wenn man das macht, also Muskelaufbau und halt auch Abnehmen und so weiter, ne? Also wenn man halt aktiv im Fitness ist. Bei mir ist es so eine sogenannte Body Recomp, das heißt Recomposition, da wird alles quasi neu zusammengesetzt. Im Sinne von, man verliert Fett und baut Muskeln auf. Das ist schwierig, weil man eine gewisse Range braucht. Man muss eigentlich auch Anfänger sein, als Erfahrener geht das nicht wirklich. Beziehungsweise wird es halt dadurch begünstigt, dass man Anfänger ist. Aber das sind Sachen, da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich kenne mich damit auch nicht gut genug aus, weil ich einfach kein Pro bin. Sondern ich bin ja blutiger Anfänger quasi, der das auch nur aus irgendwelchen Videos kennt. Und aus irgendwelchen... Ja, aus irgendeiner Literatur. So, auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, ist, was sich ganz krass entwickelt hat, ist der Nacken. Also hier so der Bereich. Das ist ganz krass. Ich bin auch ständig verspannt. Also hier zum Beispiel da. Ne? Also da, was hier so hoch geht halt, das hat sich schon enorm entwickelt, muss ich sagen. So die Schultern. Und vor allem sind die immer verspannt. Immer verspannt. Ich weiß nicht, ob das... Oh Gott. Oh, das ist wirklich schrecklich. Trizeps, Bizeps nicht so. Die ärgere ich momentan ein bisschen mehr, weil ich da irgendwie... Ja, eher mit freien Gewichten gut rankomme. Die Maschinen sind dann nicht ganz so toll. Also die Bizepsmaschine schon, die Trizepsmaschine eher nicht so. Naja, auf jeden Fall, das habe ich gemerkt hier. Also die Schultern, der Nacken, das sind so die Sachen, die sich bei mir ganz krass entwickelt haben. Aber auch also die einzigen eigentlich. Das finde ich echt krass. Also, sonst sehe ich nicht so viel davon. Aber es gibt da einen Verbündeten, falls ihr das nämlich auch mal vorhabt. Das hier wird euer bester Freund. Das hier, meine Lieben, das nennt sich Maßband. Und damit werdet ihr euren Bauchumfang zum Beispiel messen, weil ansonsten werdet ihr irre dabei, weil ihr einfach nicht wisst, auf der Waage werdet ihr jetzt schlanker oder nicht, funktioniert das nicht, und das Teil wird euch helfen. Er hilft auch beim Nacken eigentlich. Also bei allen möglichen Sachen, die man halt messen möchte, aber es ist halt bei Aufbau halt ganz hilfreich, wenn man merkt, oh, da passiert was. Ne? Ich persönlich finde es auch so schon motivierend genug, dass ich hier am Bauch immer mal wieder was verliere. Das ist für mich schon Motivation genug. So, das war es eigentlich auch schon, wobei, gibt es noch irgendwas, worüber ich unbedingt sprechen möchte? Brotbacken vielleicht noch. Mittlerweile bin ich da so routiniert drin, dass ich mir einfach abends ein Laib Brot machen kann. Also wirklich so zusammenmixen, ab im Kühlschrank, morgens fertig machen, habe ich Brot. Das ist wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist wirklich am Anfang ein bisschen nervig, weil man muss erstmal gucken, ja... Ab wann muss ich den denn da zum Beispiel aus dieser Küchenmaschine rausnehmen oder wie lange muss ich den kneten oder mischen? Und wie erkenne ich das? Ja, wann muss ich den kneten? Wann müsste noch vielleicht ein bisschen Wasser dazu? Das sind halt Lernprozesse. Ist wie bei allen anderen Dingen auch. Aber wenn ihr das einmal wirklich solide drin habt, und ich kann übrigens Dinkelmehl und Dinkelvollkornmehl in der Mischung 50:50 empfehlen, kommt wirklich ein ganz toller Teig bei raus, finde ich. Und wenn man das einmal drinne hat, dann habt ihr immer Brot. Und das ist Brot, selbst wenn ihr da nichts reinmacht, also wirklich nur das Mehl und Salz, das ist vom Geruch her ganz anders. Also geht mal zum Bäcker, kauft euch dann ein Brot, schneidet das Brot auf und riecht da mal dran. Und vergleicht das mal mit selbstgebackenem Brot. Das ist meiner Meinung nach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also... Ich weiß nicht, was die da reinmachen, aber teilweise habe ich auch wirklich so das Gefühl, dass so die Kruste schmeckt immer gut und das Innere schmeckt dann wie nichts. Also es ist für mich einfach nicht dieser Brotgeschmack, den ich jetzt zum Beispiel bei eigen hergestelltem Brot habe. Ich meine, ich will jetzt nicht alle Bäcker bashen. Da gibt es wirklich ein paar gute, da schmeckt das immer noch echt gut. Zum Beispiel der Sauerteigbäcker, den wir hier haben, der ist wirklich toll. Aber viele Bäcker, ich weiß nicht, die machen da wahrscheinlich irgendwelche Enzyme rein oder so. Und da schmeckt das, finde ich, meiner Meinung nach nicht mehr wirklich brotig. Das schmeckt leer. Ja.
Gut, hatten wir aber schon oft das Thema, deswegen will ich jetzt nicht allzu sehr auswälzen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, Nacht, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hier guckt. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden natürlich. Und ja, in der nächsten Folge werden wir... Das weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich für Dennis erstmal hier, beziehungsweise für Daniel, eine ordentliche Waffe besorgen. Sollten wir mal. Und allgemein vielleicht mal ein bisschen einkaufen gehen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Na gut, wir gucken mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.